Willkommen in unserem Modul zur Öffnungsfunktion des LZR FlatScan 3D-SW. Der FlatScan 3D-SW ist ein Absicherungssensor für automatische Drehflügeltüren. Ausgestattet mit drei Ausgängen kann er zusätzlich zur Absicherung der Tür auch das Öffnen auslösen. Wir zeigen Ihnen nun, wie Sie diese Einstellung an Ihrem Sensor vornehmen. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Um die Öffnungsfunktion zu nutzen, achten Sie darauf, dass Sie das 10-adrige FlatScan 3D-SW-Kabel verwenden und verbinden Sie die beiden zweifarbigen Adern. Stellen Sie sicher, dass Sie das FlatScan 3D-SW-Modul, mit dem Sie die Öffnung auslösen wollen, als Hauptmodul direkt an die Steuerung anschließen. Das Öffnungssignal wird durch eine blaue LED am Sensor angezeigt. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Tür zu öffnen. Entweder über die Laservorhänge oder über virtuelle Öffnungstaster. Sie können das Öffnungssignal über die Vorhänge des Erfassungsfeldes auslösen. Um diese Funktion zu aktivieren, drücken Sie die blaue Taste der Fernbedienung und wählen Sie die Anzahl der Vorhänge aus, die Sie für die Aktivierung der Tür verwenden möchten. Im Erfassungsbereich können bis zu zwei virtuelle Öffnungstaster parametriert werden. Sie definieren einen kleinen Bereich, in dem man mit der Hand oder dem Fuß die Tür öffnen kann. Um das Einlernen der virtuellen Taster zu starten, gibt es zwei Möglichkeiten. Betätigen Sie den Drucktaster mit einem Doppelklick oder drücken Sie mit der Fernbedienung auf den Zauberstab 2. Wenn die grüne LED blinkt, positionieren Sie Ihre Hand an der gewünschten Position, um einen neuen virtuellen Öffnungstaster einzulernen. Die LED blinkt rot, um den Einlernvorgang zu bestätigen. Nehmen Sie Ihre Hand weg. Solange die LED grün blinkt, können Sie einen weiteren Öffnungstaster einlernen. Der Einlernvorgang ist beendet, wenn die LED nicht mehr leuchtet. Achtung! Die Öffnungstaster sind nur aktiv, wenn die Tür vollständig geschlossen ist. In der Verpackung finden Sie Aufkleber, mit denen Sie die Position der Öffnungstaster anzeigen können. Testen Sie vor dem Verlassen immer die Funktionsfähigkeit Ihrer Anlage. Um die Installation eines kompletten LZR FlatScan 3D-SW zu sehen, sehen Sie sich bitte unser Installationstutorial zu diesem Thema an.